Eigentlich wäre morgen die Vernissage meiner Ausstellung hier im Bayerischen Kunstgewerbeverein. Aber Corona-bedingt muss das leider ausfallen. Und so haben wir gedacht, wir machen einen kleinen Film von der Ausstellung. Und ich möchte Sie bitten, mit mir reinzukommen. Und hier ist die Ausstellung. Statt in den Lehrberuf zu gehen, habe ich beschlossen, Industriedesign zu studieren. Industriedesign in München war sehr interessant. Ich wollte ein bisschen in die Welt hinaus und habe dann ein Stipendium gekriegt für einen Masterkurs in England. Am College gab es ganz viele verschiedene angewandte Studiengänge. Ich war dann Industriedesigner in Keramik und Glas. Dann habe ich festgestellt, ich habe im Glas sehr viele Möglichkeiten, eigentlich mehr Möglichkeiten und für mich Interessanteres. Also die ersten Gefäße waren transparent. Dann habe ich gleich überlegt, man könnte doch mit Farben arbeiten. Das nennt sich hier, die Technik nennt sich Überfangtechnik. Also wo man innen eine andere Farbe hat als außen. Man kann eben durch Strukturierung von der Außenhaut wirklich ganz wunderbar Effekte erzielen und eben auch Unebenheiten abdecken. Und so habe ich mich von der Transparenz über die Farbigkeit weiter bewegt. Ich hatte ja keine Ausbildung mit Mustern oder Ornamenten und habe mich inspirieren lassen von japanischen Musterbüchern. Habe ich ein Musterbuch entdeckt für Papiermuster und Stoffmuster. Und das ist tatsächlich schon von Anfang an eingeflossen in die Oberflächenbehandlung von meinen Gläsern. Hier dieses Stück hat einen ganz besonderen Rand mit einem Innen- und Außenverlauf. Das liebe ich sehr. Ja, und da diese Stücke, das Petrolfarbene ist oben eben dunkel und hat dann auch nochmal einen Sellertonfarbenen Zwischenüberfang. Die Sandgusstechnik funktioniert so, man hat eine Kiste mit fein gesiebtem Sand, drückt eine Form, die nicht hinterschnittig sein darf, rein, zieht die Form wieder aus, hat dann praktisch ein Loch im Sand und das füllt man mit bunten Glasstücken, mit Metallteilen, hier das ist ein Kupferband, Messing funktioniert auch ganz gut und dann kann man das vorbereiten und jemand kommt mit einer großen Kelle mit heißem Glas und gießt dieses Loch voll. Hier. Also die Oberfläche sandig lassen oder die Einblicke erweitern. Und das ist der Reiz. Das sind hier alles Stücke aus der dritten Phase, Verschmelztechnik oder Fusing. Darauf bin ich gekommen, weil ich inzwischen zwei Kinder hatte und es schwierig fand, mich in Glasstudios einzumieten und die ganzen Arbeiten vor Ort dann auch zu Ende zu bringen. Also ich habe was gesucht, was ich autark zu Hause machen könnte, bin dann auf diese Technik gekommen. Meine Schalen sind alle mindestens zweischichtig, allermeistens dreischichtig, es gibt auch vierschichtige. Ich versuche durch das Aufeinanderschmelzen von diesen Scheiben, die ich vorher individuell einfärbe, auch wieder die Tiefe vom Glas zu zeigen und Strukturen zu erzielen. Also mich hat eigentlich von Anfang an Muster, Strukturen, Texturen, das hat mich gepackt. Und es zieht sich durch das ganze Arbeiten in den letzten fast 40 Jahren. Das ist der Versuch, in die Höhe zu gehen, beziehungsweise das ist das Ergebnis, wenn man in die Höhe geht. Fahnen liebe ich sehr, mache ich sehr gerne. Hinten gibt es dann die Blütenformen, das sind auch freiere Formen. Aber ansonsten wird es mir nicht langweilig, mit Schalen zu arbeiten. Jemand hat mal von mir gesagt, die Uli ist eine Schale. Es wird mir nicht langweilig. Aber ich habe dann irgendwann überlegt, wirklich noch mehr ins Muster und auch in die Oberfläche zu gehen. Ich arbeite sehr gern mit starker Farbe, mit Linien, die hier zum Beispiel parallel sind,
Oder hier sind die im 60-Grad-Winkel angebracht. Da ich ja mit Linien arbeite, ergab sich sehr schnell die Ähnlichkeit, wenn man die verkreuzt hat, dass man an einen Stoff dachte. Also Kette und Schuss. Ich habe mich sehr mit japanischen Stoffen beschäftigt und habe dann retrospektiv erkannt, dass diese Beschäftigung mit den Textilien stärker und stärker in meine Arbeiten eingeflossen ist. Dieses Stück ist eigentlich eine Hommage an meine Arbeitshose. Man sieht hier wirklich sehr genau, wie dieser rote Kreis auf dem Ikat-Muster dieser Schale sitzt. Meine Schalen haben auch oft von der Beschreibung Textilbezeichnungen, Moiré, Ikat und so weiter. Wenn man sich lange beschäftigt hat mit der Fläche, dann will man die Fläche verändern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir hier alle sehen können. Zum Beispiel durch Blasen, die ich hier eingefangen habe, also Glasblasen, die die Oberfläche strukturieren. Ich nenne die Polsterschalen. Und dann gibt es aber auch noch andere Schalen mit Applikationen, Gitterstrukturen, also wo ich versuche, die Fläche aufzubrechen. Diese Schalen sind vielfach gedreht und gewendet. Ich glaube, diese Schale ist 7-mal im Ofen. Wahnsinnig komplex. Ich kenne nichts Vergleichbares. Wenn man viel mit Farbe arbeitet, ist es dann auch mal schön, sich auf das Schwarz-Weiße und mehr auf die Strukturen zu konzentrieren. Oder das hier. Wie weit kann ich gehen? Und das hält noch zusammen und gibt noch ein gutes Gefühl. Hier die Faszination, dass man Objekte machen kann mit ganz einfachen Formen, immer wieder neu aufstellen kann, verschränkt oder den Raum umfassend. Es ist für jeden Künstler eine Herausforderung, eine Ausstellung zu machen. Lebenswerkausstellung klingt sehr ernst, aber es ist eine wichtige Zäsur. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich die Möglichkeit hatte, hier in diesen sehr schönen Ausstellungsräumen einmal ganz viel von meinen Arbeiten zusammenzustellen. Also vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn die Ausstellung auf viel Interesse stößt. Vor allem jetzt, wo man eigentlich ausgewogen ist nach optischen Reizen. Danke.